In den folgenden Minuten geht es um den Ersten Punischen Krieg. Dieser dauerte von 264 bis 241 vor Christi. Es war eine Auseinandersetzung zwischen der Römischen Republik und Karthago um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer. Dort fand der Krieg auch statt, insbesondere auf und um Sizilien. Karthago war die führende Seemacht und herrschte über Gebiete in Spanien, auf Korsika, Sardinien und Sizilien. Die Landmacht Rom beherrschte die italienische Halbinsel. Der Erste Punische Krieg ist fantastisch, um zu erkennen, dass Kriegs Ursache und Anlass nicht identisch sein müssen, häufig sogar nicht identisch sind. Die Ursache für den Ersten Punischen Krieg war die Proximität der Einflusssphären und das Expansionsstreben der beiden Mächte. Der Anlass wurde in Messina gefunden. Messina befand sich im Krieg mit Syrakus und verbündete sich mit Karthago. Dementsprechend waren auch karthagische Soldaten in Messina. Darüber waren die Mamertiner in Messina irgendwann nicht mehr ganz so glücklich, bestimmten Rom zur Schutzmacht und die Karthager wurden einfach rausgeworfen. Nun stellt Karthago ein Ultimatum an Rom, seine Truppen aus Messina abzuziehen. Es geschah gar nichts und Karthago griff nun mit Syrakus verbündet Messina an. Die Römer gingen mit einer Armee gegen Syrakus vor, waren erfolgreich, aber nicht entscheidend. Das änderte sich im nächsten Jahr. Syrakus wurde besiegt und zum Frieden gezwungen. Ein wichtiger Verbündeter Karthagos schied aus dem Krieg aus. Ein ähnliches Schicksal erlitt Akragas, das heißt, Karthagos Situation auf Sizilien war geschwächt. In der nächsten Kriegsphase wurde Rom zur Seemacht. Die starke punische Flotte überfiel immer wieder die Küsten der italienischen Halbinsel. Dementsprechend entschied man sich in Rom, die Flotte massiv aufzurüsten und zu reformieren. Dennoch ging die erste Seeschlacht bei den Liparischen Inseln verloren. Doch Rom gewann die Seeschlacht bei Mylae. Wie konnte es sein, dass Rom in so kurzer Zeit zu einer Seemacht wurde? Man erkannte in Rom ganz einfach, seemännisch sind wir nicht so gut, aber zu Land sind wir stark. Also transformieren wir den Seekrieg in einen Landkrieg. Wie die Römer das gemacht haben, soll grafisch verdeutlicht werden hier. Die Taktik in der damaligen Zeit bestand vorwiegend darin, andere Schiffe zu rammen und dadurch zu versenken. Die Römer führten nun einige Innovationen ein, unter anderem den Corvus, die Krähe, eine Enterbrücke, über die römische Soldaten auf die feindlichen Schiffe stürmen konnten und die Schlacht im Nahkampf wie zu Lande für sich entscheiden konnten. Mit der neu gewonnenen Stärke zu See konnte Rom Korsika und Teile von Sardinien erobern, wohingegen die Karthager auf Sizilien erfolgreich waren. Das Kriegsglück schien dann aber heller für die Römer, als sie die Seeschlacht von Cap Egnomus gewannen. In dieser starken Situation, für Rom vorteilhaften Situation, entschied man sich, in Afrika zu landen und Karthago direkt zu bedrohen. Karthago war so massiv unter Druck. Die Karthager wandten sich an den spartanischen Söldnerführer Xanthippos, der nicht nur das karthagische Heer reformierte, sondern die Römer auch entscheidend in der Schlacht von Tunis besiegte. Also mussten die römischen Truppen raus aus Afrika, die Verbliebenen, und eine massive, große Flotte wurde entsandt. Auf dem Weg nach Afrika gewannen die Römer die Seeschlacht von Carbon. Die Evakuierung der römischen Truppen gelang auch, aber die Flotte sank auf dem Rückweg in einen Sturm und das war wahrscheinlich die größte Schifffahrtskatastrophe der Menschheitsgeschichte. Karthago war von 254 bis 252 vor Christi in der Bekämpfung von numidischen Stämmen gebunden und musste die Auseinandersetzung mit Rom vernachlässigen. Das nutzten die Römer und eroberten einige Städte in Nordsizilien. Doch die Karthager kamen irgendwann zurück und griffen das heutige Palermo an. Dort erlitten sie aber wieder eine deutliche Niederlage gegen die Römer. Es sah so aus, als würde der Krieg niemals enden. Doch, es kam zu einer Entscheidung und die soll zu See fallen. Dort sah es erst relativ gut für die Karthager aus, die die Seeschlacht bei Drepana gewannen. Ferner verloren die Römer eine weitere Flotte in einem Sturm und Karthago hatte die Seeherrschaft zurückgewonnen. Aus dieser starken Position konnten die Punier dann weite Teile von Sizilien zurückerobern. In Rom entschied man sich dann, wir brauchen eine neue Flotte. Sonst können wir den Krieg nicht erfolgreich beenden. Diese wurde aus Privatmitteln der Oberschicht finanziert,
die natürlich auch Aussicht auf Kriegsbeute hatte. Und der entscheidende Sieg kam dann in der Seeschlacht bei den Ägatischen Inseln. Karthago musste um Frieden bitten und es kam dann auch zum Frieden. Karthago zog sich aus Sizilien zurück und musste hohe Reparationen an Rom zahlen. Das heißt, Roms Position war gestärkt. Karthagos war natürlich geschwächt, aber Karthago blieb immer noch eine Großmacht. Es sollten zwar noch einige nordafrikanische Städte von Karthago abfallen, trotzdem weiterhin eine Großmacht. Rom war nicht nur mit Sizilien zufrieden, sondern besetzte dann einige Zeit später auch Korsika und Sardinien. Was folgen sollte, war der Zweite Punische Krieg, der 218 v. Chr. Begann. Das war der Erste Punische Krieg in 5.